Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Hunter Black. Und ja, diesmal habe ich die Anstellung überbrieft. Und ja, Trinken auch bereitgestellt, check, alles da. Jetzt geht's weiter, endlich wieder mit Sound. Tut mir leid für den letzten Part, da war leider kein Sound da. Ja, weil ich wieder mal vergessen habe, die Anstellung zu überprüfen. Aber das wird hoffentlich nie wieder vorkommen. Und ja, wir sehen schon, wir haben das schon im letzten Part gesehen, dass hier jetzt gleich was abgehen wird. Hui, mal gespannt, was hier abgeht. Guck mal, da oben ist auf jeden Fall wieder unser Bro. Yo, Bro, was geht, Alter? Und ja. So, ja, erstmal gucken. Steuerung, ja, ich hoffe, ich kann die doch. Runterschlittern anscheinend und springen und irgendwas machen. Ja. Und jetzt kommt wieder Fingerspastik hoch 10. Fingerspastik hoch 10. Und schieß mich nicht ab, du Arschloch. So. Gefäße sind immer gut. Upgrade verfügbar. Wunderbar. Dann nehmen wir hier gleich mal ein Upgrade. So. Übrigens habe ich jetzt auch ein Outro. Das werdet ihr am Ende des Videos dann sehen. Beziehungsweise ihr habt es schon im letzten Part gesehen. Der noch hochgeladen werden muss. Ja. Da kommt doch gleich schon eine kleine Story dazu. Ich hatte zwar deswegen schon... Entschuldigung. Einen kleinen Vlog gemacht. Aber man kann es ja nochmal erwähnen. Und ja, ich weiß nicht, wo ich hinspringen muss. Aber anscheinend war das richtig. Finde ich gut. Und ja, zurückspulen bitte, bitte, bitte. Ganz schnell jetzt, ganz schnell. Ja, so wollen wir das sehen. Und ja, wunderbar. So, und auf ein neues. Und top. Und Fingerspastik und top. Springen und springen und springen und hangeln und springen. Und nochmal springe und nochmal springe und. Oh, 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 oh. Schafft er. Ja, genau. Warum kam jetzt so lange keine Videos? So, da kommen wir erstmal zur ersten Woche. Erste Woche hatte ich... Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hin muss. Muss ich hoch? Oh. Oh! So schlecht. So. Wartet, wartet. Ich mach erstmal... Ich komme erstmal aus der Situation hier raus. Ja, genau. Eine Woche lang hatte ich jetzt... War ich die ganze Zeit nicht zu Hause. Wenn ich mal zu Hause war, dann hab ich bloß ein paar Klamotten geholt. Hat halt viel bei einer Freundin geschlafen und deswegen kamen keine Videos. Dann hatte ich die andere Woche, hatte ich ein bisschen was mit meinem Real Life zu tun, also jetzt nicht Freundin oder so, sondern zwecks Termine und so ein ganzer Quark. Und danach, irgendwann, wo anderthalb Wochen vorbei war, wollte ich mal wieder ein Video machen. Da hatte ich mal einen Tag verfügbar wieder, wo ich wirklich gesagt hatte, oh ja, jetzt muss ein Video her. Da ging auf einmal Sony Vegas nicht mehr. Ich so, ja, schön, geil und so, ne? Und ja, jedenfalls habe ich das gefixt. Dann gehen wir mal an den N-Master HD. Link in der Beschreibung. Und der hat mir jedenfalls dann ein anderes Vegas gegeben. Das ist im Prinzip Sony Vegas 11 Portable. Portable ist sowas wie so ein Fan-Made quasi. Und ich muss jetzt mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Anscheinend nach oben. Genau, und das funktioniert jetzt wieder, weil ich hatte irgendwie das Problem, dadurch, dass ich halt auch nicht so ganz legal habe, dass ich... Wir gucken jetzt mal die Videosequenz. So ganz gechillt. Ja, yeah. Geht los. Ich muss ihm helfen. Genau, und irgendwie wollte der dann immer von mir die Serial haben und so weiter. Ging nicht mehr. Hat dann probiert, eine andere Version zu installieren. Ging nicht. Irgendwann hat es dann, hat zwar funktioniert mit Serial, allerdings hat das Programm gar nicht mehr gestartet. Weshalb ich dann diese Portable-Version jetzt habe. Und dadurch kann ich jetzt endlich wieder rendern. Und ja, das war halt... wirklich richtiger Mist. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch Zeit habe. Ich wie gesagt, ich brauche viel Zeit. Wie ihr mitbekommen habt, kommt bald ein neues Spiel raus, was ich Let's Playen werde. Das sollte am 13. spätestens am 14. bei mir erscheinen. Also kommt dann per Post.
Kingdom Hearts 1.5 Remix. Und das wird dann von mir LP'd. Und da habe ich halt keinen Bock, zwischendurch der Prince of Persia zu machen. Deswegen muss ich mich jetzt hier ein bisschen ranhalten, dass ich hier schnell fertig werde. Dass damit dann das Kingdom Hearts weitergeht. So, was das hier für ein Gegner ist, das weiß ich selber nicht. Wie töten wir den? Ich probiere mal was jetzt. Okay. Es scheint zu funktionieren, so wie ich das gerade gemacht habe. Sehr schön. Okay. Das ging wohl dann eher doch in die Hose. Wir müssen jetzt mal gucken, wie kommen wir hier wieder hoch? Ja, das ist wirklich eine gute Frage, Mikey. Wie kommt man hier wieder hoch? Anderer Weg vielleicht? Warte mal, wenn wir hier hochgehen. Ah, okay. Gut, das funktioniert anscheinend. Ja. Ah, okay, jetzt hat er es kapiert. Und dann einfach auf Springen drücken, wenn man auf die Viecher springt. Also Kreis auf das Vieh. Und dann mit X weiter springen. Und natürlich nicht beim Reden vergessen zu drücken. Ganz wichtig. Für die Alleinunterhalter. So. Funktioniert doch. So, Gefäße sind immer gut. Und ja, jedenfalls muss ich mich jetzt ziemlich ranhalten, was hier Aufnehmen betrifft. Und das werde ich auch tun. Deswegen kann es auch sein, dass mal mehr Videos an meinen Tag kommen. Was früher eigentlich auch mal so war, aber ich habe halt dann halt irgendwann mal keine Zeit mehr gehabt. Deswegen habe ich das nicht mehr geschafft mit jedem Tag. Mindestens 3 Videos. Und ich versuche das irgendwie wieder hinzubekommen. Ob es jetzt demnächst klappt, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ja, der Typ dreht anscheinend komplett frei. Okay. Oh nein. Malik, kämpfe dagegen an! Widersetze dich! Ja, so stark wie der ist er mal bei weitem noch nicht. Wir werden aber die Leute hier erstmal anzünden und hier den Wichtigsten wegkloppen vor allem. Wenn der nicht tot ist, dann spawnen nicht mehr so viele Viecher. Da hinten ist noch so einer. Boah, hier geht's aber ganz schön zur Sache. Also hier sind schon mittlerweile ganz schön viele Viecher dabei rausgekommen. Oh, okay. Das war jetzt übrigens das Eis. Ja, ich hasse diesen Kampfstil. Ohne Scheiß, Leute. Warum haben sie hier keinen Zwei-Schwerter-Kampfstil wieder reingemacht? Zwei-Schwerter-Kunst. Das war das Beste eigentlich. Aber nee, die mussten das ja rausnehmen, diese Affen. Weil eigentlich ist das ja bloß ein sinnloses Gehacke. Ja, vielleicht besteht ja noch Hoffnung, wenn wir ein neues Schwert kriegen, dass dann vielleicht neue Kampfkunst dabei ist. Ich hab zwar so meine Zweifel dabei, aber naja. So, ja, da sehen wir ja schon, wo wir lang dürfen. Ich mal gucken, ob wir hier irgendwelche Vasen wieder haben. Ja, sieht gut aus. Schade, ich habe gedacht, vielleicht ist ja hier oben was. Ah komm, jetzt gib uns mal ein paar blaue hier, ey.
Sehr schön. Eine wollen wir noch, eine wollen wir noch. Und die kriegen wir auch noch. Hoffe ich. Komm schon, eine blaue, Mann. Sehr schön. So, ja, dann mal los. Finger spastik hoch 10 wieder. Hat er funktioniert. Ohne zurückzuspulen. Oh, ich muss mir das jetzt mal angucken, hier das Geschehen. Okay. Gut, dann versuchen wir mal unser Bestes. Ah, das ist viel zu hoch, Alter. Du Trottel, du Trottel. So, da bleibt das bitte stehen. Ah, funktioniert doch. Wohin jetzt? Okay. Hopp. Ui. Ah, verdammt. Jetzt aber. Und Schuss. Immer schön aufladen, dann macht man mehr Schaden und andere Fähigkeiten, andere Kampfstil besser gesagt. Und tschüss. Ah, blau ist immer gut. Und da sind schon wieder neue Vögel da. Okay. Aber erstmal hier die Vasen auskloppen. Ja. Man müsste vielleicht so vorher wissen, was er machen muss, ey. Aber ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Probieren wir es nochmal. Meine Fresse, was ist das für ein Spaß hier, ey? Zack. Also, wenn das nicht mal krass war gerade, dann weiß ich ja auch nicht. Oh ja, wir kriegen wieder blau. Sehr gut. Ja, das ist ja einfach. Verdammt. Hoppla. Easy. Ja, das war wohl wieder nix. Ja, jetzt. Hoffe ich nicht. Oh mein Gott. Was für ein Dreck. Ach so. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Der hätte ich ja lange versuchen können. Oh, du auch noch. Chill-Tiny. Und tschüss, genau. Also Chill-Tiny ist allgemein mit dem Fußtritt erstmal angreifen. Das funktioniert am besten bei denen. Ui, was ist denn hier los? Einige Palastwachen sind noch am Leben. Ja, jetzt kommt der Typ natürlich. Sehr geil. Wie konnte es so weit kommen? What the fuck?
Jetzt darfst du nur gegen den Kämpfer, Alter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ah! Ihr hackt zwar bei dir, hä? Du spinnst doch! Du hast doch eine Macke! Klappe! Bla 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 bla. Ja, was geht jetzt ab? Ja, halt die Back. Ui. Oh, der rastet aber wirklich aus. Malik, hör mich an! Bla 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 bla. Ja, verstehe jedes Wort von dir, Kollege. Raste aus. Bam. Mann, du bist so schlecht, Junge. Also der Junge, der ist echt schlecht, ne? Au! Du Arschloch! Bla bla bla. Na komm, mach Boom! Silvester, yeah! Anstoßen! Oh! Du bist doof. Bla bla bla. Was sieht der wieder aus? So unfähig der Typ. Diese Kraft ist übermenschlich. Oh, echt? Hey, ja, da ist noch getroffen, der Affe. Und tschüss. Kegel, alle Neune, oder in dem Fall, ja, den einen. Ja, wir dürfen wieder hochklettern, sehr schön. Ah, guck mal, da ist der Hans. Hallo Hans. Ah, ich hätte springen müssen, ich schaffe. Hahaha! Also den hätte ich auch ohne Schaden, ehrlich gesagt, besiegen können, ey. Na, jetzt rastet er wieder aus. Ja. Okay. Ja, es geht los, Alter. Hat Aufstand immer besiegen, oder was? Razia hat recht. Er ist nicht zu retten. Das muss der Eingang zur Djinnstadt sein. Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier erstmal den Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ihr könnt gerne das Video bewerten und natürlich eine Trophäe kriegen. Genau, ihr kriegt eine Trophäe. Übermenschlich. Und ja, Kommentare immer wieder gerne. Ich antworte so gerne. Oh, bitte schreibt einen Kommentar. Nein. Ich bettel hier nicht um einen Kommentar. Aber ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen. Ihr könnt das Video bewerten und so weiter. Und ja, wir hören uns dann einfach im nächsten Part.